Du bist ja in Personalunion auch noch Bundestrainer. Und was ist da der Unterschied? Was ist der Unterschied, wenn du mit der Nationalmannschaft Training machst oder wenn du hier mit der Bundesligamannschaft Training machst? Also ich glaube, von den Inhalten ist es gar kein großer Unterschied. Ich habe natürlich meine Volleyball-Philosophie. Da würde ich jetzt keinen großen Unterschied machen zwischen Club und Nationalmannschaft. Ich glaube, der größte Unterschied ist, dass wir in der Nationalmannschaft viel mehr längere Zeiträume oft haben, wo wir an Sachen arbeiten können. Also wir haben teilweise wochenlange Lehrgänge, wo wir uns meistens auf einen Höhepunkt im Sommer vorbereiten, ein Höhepunktturnier, sei es eine Europameisterschaft, eine Weltmeisterschaft, sei es manchmal eine wichtige Qualifikation, die wir schaffen müssen. Und in der Vereinsmannschaft ist natürlich das Tagesgeschäft. Das bedeutet, wir haben unter der Woche meistens zwei Spiele, die wir vorbereiten müssen. Und es ist natürlich viel, viel schnelllebiger, als es in der Nationalmannschaft der Fall ist.